Hallo und willkommen zusammen. Heute schauen wir uns den Quadmula Siren F3 in der Standardversion an. Kommt in dieser schönen Verpackung. Hier linst schon ein bisschen was Grünes durch. Auf der Unterseite haben wir ein Lüftungsloch. Verpackung finde ich extrem cool. Hier noch ein paar bedeutungslose Hinweise, die wir uns gar nicht interessieren. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal nach, was wir hier Schönes drin haben. Ich warte eigentlich schon drauf, dass ich das Ding aufreißen kann, seitdem dass ich es habe. Aber ich wollte es mit euch gemeinsam machen. Sauber verpackt, wie man sieht. Dann haben wir hier ein paar Einzelteile. Einen sehr schönen Lipo-Strap. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal nach, was das alles wird. In der Verpackung hat denn dann noch diese beiden Tüten mit den Druckteilen. Hier haben wir einmal das Druckteil für die VTX-Antenne, das schauen wir uns später noch an. Und die, ich nenne es mal die Armschützer, die haben auch ein sehr schönes Gimmick mit den Aluteilen hier. Da gehe ich dann auch zum Schluss drauf ein. Jetzt schauen wir erst mal nach, was wir alles dabei haben. Wir haben hier zwei Lipo-Straps dabei. In, messen wir mal kurz nach, in wahrscheinlich 22 cm wieder. Ja, 21,5 cm Länge. Dann ein gummiertes Lipo-Pad. Mehr von M3 wieder, zumindest soweit man das hinten auf dem Aufkleber erkennen kann. Jede Menge Schrauben, Distanzhalter, das werde ich alles auf dem Blog niederschreiben. Ich glaube, das muss jetzt nicht alles einzeln aufführen hier, was für Schrauben das wir dabei haben. Dann haben wir hier weitere Gumminippel und längere Schrauben mit Schrumpfschlauch, auch alles M2. Und was ich extrem geil fand, das müssen wir natürlich schon mal auspacken. Das sind die Standoffs. Das ist nämlich ein 70-75er Alu mit dem Aufdruck dazu. Und wer schon mal 70-75er echtes Alu gehabt hat, also nicht irgendeins von einer chinesischen Plattform, das Zeug ist extrem stabil. Da geht auch kein Gewinde kaputt oder sonst irgendwas. Und ich denke mal, Quadmula lässt sich hier nicht lumpen und hat definitiv echtes Alu verwendet. Da steht sogar, schauen wir mal, was ich nochmal herbringe, die Länge drauf, wie lang das Ding ist, nämlich 25 mm hier hinten. Und natürlich das Quadmula Logo. Da werde ich beim Aufbau extrem aufpassen, dass ich das auch sichtbar irgendwie unterbringe und nicht wieder willkürlich draufschraube, weil sowas macht mir persönlich immer sehr viel Freude. Dann haben wir hier einen Öko dabei in 35 Volt und 470, was ist das, UF auf jeden Fall. Passt natürlich perfekt hier rein, wie man sieht. Und von daher werden die den mitgeliefert haben, dass man dann nicht einen zu großen oder zu kleinen hat, weil die fallen ja immer ein bisschen unterschiedlich aus. Jetzt wird es interessant, wenn wir die ersten Teile auspacken. Man muss ja dazu sagen, der Siren F3 ist mehr an die Freestyler gerichtet und ist eigentlich einer von den leichtesten Frames in der Klasse, was jetzt aktuell auf dem Markt sind. Hier haben wir dann die ersten Carbon-Teile. Es ist definitiv eine Halterung für die FPV-Kamera, wie man hier sieht. Und da sehe ich schon, das ist also extrem gut gemacht. Da ist hier so eine, das Carbon bleibt schon mal abgefräst und hier eine kleine Mulde oben auf drin, wie man sieht. Also, und gefräst ist das Zeug auch top. Da gibt es nichts. Auch wenn man die Seitenlamellen anschaut, schauen wir mal, ob wir es ein bisschen einfangen können. Jetzt sieht man es. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Und das Zeug ist halt einfach nur extrem leicht, muss ich sagen. Auch die Maserung ist top, schön großflächig, wie man hier sieht. Ich denke mal, da haben wir einen sehr robusten Frame erwischt. Dann, nächste Tüte ist etwas größer.
Hier haben wir dann die Top- und Bottom-Plate und die, ja, das wird die sein, wo man die Arme praktisch drüber legt. Da muss ich schauen, wie das Teil dann zusammengehört. Das wird auf jeden Fall unten sein. Und was noch zu erwähnen ist, wir haben hier dieses Z-Lock-Verfahren. Das werden wir gleich bei den Armen sehen, wie das dann aussieht. Auch hier wieder perfekt gefräst, Kanten abgeschrägt, keine Späne dran, alles sauber geschliffen, wie man sieht, perfekt gewaschen, Einpressmuttern drin. Also selten, dass ich so eine gute Verarbeitung bei den Frames gesehen habe. Da legen sie die Jungs echt ins Zeug. Dann haben wir hier die Arme und die sind auch extrem gut verarbeitet, wie man sieht. Auch Kanten leicht abgeschrägt, auch perfekt waschen. Und hier haben wir dann, das nennt sich Z-Lock, das bedeutet, mit einer Schraube kann man dann den Arm komplett auswechseln. Wenn man die Schraube löst, rastet der praktisch hier. Wo haben wir jetzt den unteren? Ja, dazu muss ich ihn zusammenschrauben, das zeige ich euch, wenn es zusammengeschraubt ist. Kann man praktisch mit einer Schraube den Arm wechseln. Hier haben wir auch so kleine Knochen dran, die schützen ein bisschen den Motor, also diese Knochenarme nennen sich das recht gerne. Kostet bei Lumina Aufpreis, wenn man das haben will, weil das von der Fräsung her extrem aufwendig oder nicht sehr platzsparend ist, nehmen wir es mal so auf jeden Fall. Gut, mehr natürlich, wenn ich das Teil zusammengebaut habe, dann kann ich euch wieder mehr dazu sagen. Legen wir mal das zur Seite, dann schauen wir uns die weiteren Druckteile an. Hier haben wir dann das Druckteil für die VTX-Antenne. Da ist so ein kleiner Sicherungsring drüber. Und das Kabel wird hier einfach in der Mitte, schauen wir mal, ob wir es herbringen, so durchgeschoben und das müsst ihr natürlich vorher über das Kabel drüber ziehen. Oder auch nicht, je nachdem. Dann haben wir hier die Prop Guards oder die Armschützer, nehmen wir es mal so. Und da sind nämlich ein paar Schrauben dabei. Und diese Alu-Teile. Und das macht den Frame eigentlich ein bisschen besonders, weil wenn man hier diese Alu-Teile eindrückt, dann werden die bündig und das Gute ist dran, so sieht man es, die sind dann auch bündig mit den TPU-Teilen, wenn man es scharf bringt, so, mit den TPU-Teilen. Das bedeutet, man kann hier volle Knecke anziehen und drückt nicht das TPU-Teil die ganze Zeit zusammen. Da müsste eigentlich auch irgendwo ein Mount für die Kamera sein, aber den werden wir noch finden. Und der ist genauso aufgebaut und dadurch hat man da eben diesen riesen Vorteil, dass man nicht laufend das TPU quetscht und das dann einfach durchreißt, weil man es vorher gequetscht hat. Von daher super mitgedacht auf jeden Fall. Ist das erste Mal, dass ich sowas bei einem Frame sehe. Hat jetzt Jahre gedauert, bis einer drauf gekommen ist. Hier haben wir eine Senkkopfschraube dazu und die fluppt da dann einfach so rein und wird bündig abgeschlossen. Gut, so viel dazu. Ich werde das gute Stück jetzt mal zusammenschrauben und dann sehen wir uns nochmal und gehen die Vorteile und Nachteile von diesem Frame durch. Aber soweit ich das bis jetzt gesehen habe, haben wir hier nur ein positives Feedback auf jeden Fall. Hier ist er nun, der Quadmula Siren F3. Und jetzt holen wir noch schnell was nach, was wir gerade vorhin vergessen haben. Wir haben hier nämlich 3 mm Arme und 2 mm Top- und Bottom-Plate. Und das können wir hier kurz nachmessen. Und wie man sieht, wenn es scharf steht, jetzt zum Beispiel, wir haben hier echt gute 3 mm. Auch die anderen Trägerplatten oder Bottom-Plate halten die 2 mm komplett ein. Zum Frame muss ich sagen, hat mich echt begeistert. Ich habe schon mehrere 3-Inch-Frames aufgebaut,
aber der gehört definitiv in die obere Liga mit dazu. Hier haben wir die ganzen Teile, was mir übrig geblieben sind. Fangen wir einfach mal mit denen an, bevor wir auf die Gimmicks eingehen. Ich werde dann noch nach diesem Abschnitt hier eine kleine Slideshow durchlaufen lassen, wie ich ihn zusammengebaut habe. Da sieht man dann die ganzen Fotos. Uns bleibt übrig das Lipo-Pad. Das kann man ja auf verschiedene Arten verkleben. Einmal ganz hinten oder einmal mittig. Je nachdem, ob man jetzt das gute Stück mit HD oder ohne HD-Cam fliegen will, ist auch schon definitiv mal eine coole Sache, dass man überhaupt dran gedacht hat, wo man das Lipo-Pad oder dass man das Lipo-Pad in zwei Positionen montieren kann. Dann bleiben uns nur übrig, logischerweise, die zwei Lipo-Straps. Hier haben wir dann noch einen Schrumpfschlauch über, der würde theoretisch oder praktisch über diese M2-Schrauben hier unten kommen. Und dadurch erreicht man eine Stärke von 3 mm und kann dadurch andere FCs verbauen, wenn die kein 2 mm Loch in der FC drin haben, sondern 3 mm Löcher. Dann haben wir hier noch jede Menge Schrauben für die Motoren dabei. Also da sind wir auch komplett ausgerüstet damit. Dann, ich habe jetzt mal alles rausgenommen, weil wir das gute Teil ja noch wiegen wollen. Hier haben wir dann den Halter für unseren Öko. Der kommt normal hier hinten rein. Das seht ihr dann auf der Slideshow, auf dem Foto mit drauf. Der VTX-Antennenhalter wird hier hinten in die beiden dünneren Standoffs mit eingeklemmt. Also sprich, der nimmt euch auch nicht wirklich Platz weg. Und sehr cool finde ich eigentlich das mit der Sicherung drüber, dass das nicht aufgeht. Dann hier den Öko natürlich. Hier haben wir noch die Schrauben, die können da dazu. Ach ja. Ganz lustig. Hier waren ja diese kleinen Nuppel drin und dann haben wir erst gedacht, Scheiße, was soll ich mit den Beilagscheiben anfangen hier? Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass man hier diesen kleinen Punkt rausmachen kann und dadurch hat man praktisch wieder kleine Unterlegscheiben, wo man oder Isolierungsscheiben, wo man Abstand. Na, sieht man so ein bisschen, wo man Abstand zum Frame machen kann oder zur FC, je nachdem, für was das man es benötigt. Definitiv eine coole Sache. Ich werde aber hier wieder irgendwelche Druckteile verwenden, irgendwelche TPU-Teile oder werde es wahrscheinlich hart mounten. Da muss ich mal noch schauen, was für FC da ich verbaue. Geplant ist jetzt hier mal eine FATEC AIO 35 Ampere oder schauen wir mal, was ich noch da habe aktuell. Dann haben wir hier noch weitere TPU-Druckteile dabei, Abstandshalter mit M2-Schrauben oder für M2-Schrauben. Die könnte man jetzt zum Beispiel hinten für die Vista verwenden, wenn man die verbaut oder je nachdem, was man halt hat. Oder man schiebt es hier vorne über die langen Schrauben drüber. Da kann man sich frei auswählen, was man haben will. Oder wie man es machen will, sagen wir es mal so. Dann haben wir hier noch die Armschützer, nehmen wir es jetzt einmal so. Da habe ich ja schon bereits erwähnt, das ist eine relativ coole Sache, weil die praktisch komplett durch das TPU-Teil durchgehen und bündig sind hier unten. Und hier drücken es dann oder halten dann eigentlich nur noch das TPU-Teil fest. Und das Ganze wird dann mit den mitgelieferten Senkkopfschrauben wieder richtig schön bündig. Definitiv eine coole Sache, was ich jetzt hier bei diesem Frame nicht gefunden habe. Das gleiche gibt es natürlich für diesen, ich nenne es jetzt einmal GoPro-Mount in der Richtung. Gibt es da auch ein Teil hier drauf, das wird identisch festgemacht. Und das ist definitiv eine Neuheit, was ich bei anderen Frames so nicht gesehen habe, mit diesen Alu-Abstandshaltern, dass man das TPU nicht mehr so quetscht. Eine weitere sehr coole Sache ist definitiv, dass wir hier für jede Schraube einmal Ersatz dabei haben, inklusive diese Abstandshalter, die Senkkopfschrauben, das TPU-Druckteil, die langen M2-Schrauben für den FC bzw. für die AEU hier in der Mitte drin. Also und sogar noch ein Stück Schrumpfschlauch dabei. Das ist eine ganz coole Sache, weil wenn mal was kaputt geht, dreht man was schief rein oder bricht was oder warum auch immer, dann ist man ewig am Suchen nach diesen Schrauben. Zu dem Frame an sich, er ist definitiv sehr durchdacht gemacht. Wir können hier mit einer Schraube, wenn wir die lösen, ich kann es ja mal schnell machen,
wenn wir eine Schraube lösen, dann kann man hier komplett den Arm rausziehen, wenn man den richtigen Imbusschlüssel nimmt. Und zwar lässt sich hier durch eine Schraube, und da muss man wahrscheinlich durch eine Schraube lässt sich durch diesen C-Verschluss, na gut, nicht ganz, man muss noch ein wenig hier lockern, dass es aufgeht, und dann bringt man den Arm komplett raus. Das ist dieser C-Verschluss, was ich am Anfang schon erwähnt habe. Steckt man wieder rein, Arm wird gewechselt und dann ist es eigentlich relativ schnell gemacht. Wir haben ja einen sogenannten Freestyle Frame. Erkennt man bestimmt auch schon der Form und an den oben liegenden Akku. Zumindest ist er so gedacht, dass man so fliegt. Was ich auch sehr cool finde, dass man hier zum Beispiel komplett dran gedacht hat, wenn man mal die FC rausschrauben müsste, dass man diese M2-Schrauben auch von außen rankommt und nicht alles zerlegen muss, dass man hier rankommt. Das ist auch definitiv ein Riesenvorteil, dass das vorher außen geht, beziehungsweise die Fräsung dafür da ist. Dann haben wir hier, ja, nächste coole Geschichte. Es ist ja die DJI O3 heraus, also OcuSync 3 oder wie sie sich schimpft. Und da ist ja das Problem, dass wir hier diesen Abstand nur 19 mm haben. Jetzt ist aber Quadmuller hergegangen, hat die Platten hier an der Seite, das hat, ich glaube, da wäre ein Foto einblenden müssen, an der Seite abgefräst, einen halben Millimeter, links und rechts. Und wenn man jetzt die Platten umdreht, bekommen wir hier dann die DJI O3 rein, also die neue Kamera, problemlos rein. Ich denke mal, deswegen haben sie auch diesen TPU-Mount für die HD-Kamera nicht mitgeschickt, weil man ja direkt dann über das O3-System hinten aufnehmen kann und stabilisieren und die ganze Geschichte. Von daher ist das einer der ersten Frames, wo ich habe, wo überhaupt das O3-System standardmäßig ohne viel Umbau reinpasst. Extrem cool finde ich natürlich die Aufdrücke auf den Standoffs. Klar, bringt flugtechnisch nichts, aber mir gefällt es halt einfach. Dann, wir haben hier wieder Senkkopfschrauben, sprich wir machen nichts am Lipo kaputt, da ist auch mit gedacht worden. Auf der Unterseite haben wir auch lauter Senkkopfschrauben. Und um Gewicht zu sparen, hat man hier sogar noch die Standoffs nochmal eine Nummer kleiner gewählt. Alle im 25 mm lang. Hier hat man, sind zwar beides, das sind glaube ich M1,5, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schreibe es euch oben rechts in die Ecke rein, was für Gerüst das ist. Und hier haben wir dann M2-Schrauben, wenn ihr das richtig gesehen habt. Oder nee, hier M3 und hier M2, so rum ist. Und hat praktisch sogar noch nur in der Mitte die verstärkten Standoffs verwendet. Angegeben wird der Frame mit 54 Gramm. Das prüfen wir jetzt mal nach, ob wir das auch schaffen. Wenn sich das nicht zu viel spiegelt, hoffe ich mal. Schauen wir mal. Ja, gut, müsste passen. Und 54,9 Gramm bringt er drauf. Also, wenn wir gut abrunden, schafft er 54 Gramm. Wenn wir jetzt natürlich hier die ganzen Druckteile draufpacken, was wir haben, den Öko-Dingsen, die Armschützer und das Lipo-Pad dazu, dann haben wir eine Basis von 66,4 Gramm circa. Ich werde hier, durch das, was ich ja eh noch für Freestyle verwende, in Anführungsstrichen, oder beziehungsweise für seinen Einsatzzweck auch verwenden werde, wo gedacht ist, wird auf dem großen Standardframe wahrscheinlich irgendwelche 2005er Motoren drauf machen und auf dem Split werde ein paar kleinere Motoren drauf machen und werde mal schauen, wie das Gewichtsverhältnis dann sich da gibt in der Richtung. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn das Ding zusammengebaut ist, komplett mit FC und Motoren und flugbereit ist. Wird auch noch ein kleines Video geben zum F3 und einen kleinen Vergleich eventuell und natürlich ein paar Flugvideos dazu. Und ansonsten schaut euch nochmal die Slideshow an und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like und ein Abo da. Anregungen natürlich wie immer unten in die Kommentare drin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.